Jetzt habe ich unterwegs gerade den Georges Thüring angetroffen und wer auf dem Facebook unterwegs ist, hat vielleicht schon gesehen, da läuft der ein oder andere kurze Videoclip. Ja, um was geht's? Es geht ums Grelliger Dorffest, Georges. Vielleicht kurz ein paar Informationen vorab. Grelliger Dorffest, nicht einfach ein kleines Marktständchen, Tüdelü-Festchen. Ja, sicher nicht. Wir haben also im Ganzen über 20 Anbieter von Getränken, Essen und so. Allein das und nebst dem haben wir natürlich andere Verkäufe. Aber wir haben natürlich Darbietungen. Es gibt sogar einen Film über Grelliger, Künstlerstellen aus. Nein, es ist eine recht grosse Sache. Gut, und jetzt habe ich eben am Anfang gesagt, da kursieren die ersten Filme. Jetzt würde ich sagen, wir schauen mal einen ersten Take an. Ich finde das ganz eine innovative Idee. Dorffest Grelliger, wir wollen zusammen feiern. Wir sind Bogengemeinde Grelliger. Ein bisschen stinkt, und würden euch sehr gern bei uns in der Waldhütte bewirten. Ein bisschen stinkt und zwar machen wir für euch ein feines Raclette oder ein Käsebrot. Hallo, komm jetzt! Was jetzt? Ein bisschen stinken muss es! Und darum kommen das Dorffest Grelliger vom 23. bis 25. Juni. Also ich nehme an, das haben wir jetzt alle begriffen. Wenn es ein bisschen stinkt, dann gibt es wirklich sensationelles Raclette. Das habe ich auch in all diesen Jahren beim Georges immer mal wieder geniessen. Jetzt Georges, warum sollte ich unbedingt an das Fest raufkommen? Meinst du, das ist für mich als Typ etwas? Ja, Danny, hundertprozentig. Du isst ja gern gut und verschiedene Sachen. Und den Tropfen hast du auch gern. Auch ein schönes kaltes Bier. Nein, Danny, da musst du dabei sein, sonst bist du einfach noch immer fremd. Und Grelliger bietet auch sonst. Weißt du was? Du kommst auch mit dem Zug heim, mit öffentlichen Fahrzeugen. Das ist doch auch noch wichtig. Gut, jetzt nehmen wir noch zum Abschluss ein ernsthaftes Thema. Das freut mich. Ich weiss etwas, was nämlich sonst die anderen noch nicht so wissen. Der setzt den Stein. Entschuldigung, Georges, normalerweise setzt man einen Baum. Was hat das mit dem Stein auf sich? Ja, für Grelliger hat der Stein schon etwas auf sich. Der hat noch ein Berner Wappen dran. Und wie du weißt, haben wir früher nicht zu Bern gehört. Und wo man die Strasse jetzt renoviert hat und neu aufgebrochen hat, hat man so einen alten Grenzsteig gefunden. Und den setzen wir jetzt wieder setzen mit den Gemeindepräsidenten von Pfäffigen, von Duckigen und Grelligen. Und das ist, glaube ich, auch ein würdiger Rahmen in diesem Fest. Gut, dann probieren wir den Abschluss zu machen wie bei euch im Film. Grelliger Dorffest! Olé! Stinken muss es! Stinken muss es!